Die Vorbereitungen auf das Miss Germany-Finale 2016 haben begonnen. 24 Schönheitsköniginnen geben alles, um die Krone der Miss Germany zu gewinnen. Was im Trainingscamp auf Fuerteventura passiert und wie es Miss Berlin dabei ergeht, erfahren Sie jetzt im zweiten Teil von Dossier 24, der Kampf um die Krone. Hallo, ich zeige euch jetzt mal mein Zimmer. Es sieht ein bisschen chaotisch aus, aber ich glaube, das ist normal, wenn so viele Mädels übereinander sind. Das ist mein Bett, hier schlafe ich. Hier auf dem Boden verteilt sind überall unsere Schuhe. Ja, da und da hinten. Obwohl, da hinten braucht man jetzt nicht hinfüllen. Ja, ansonsten ist es halt ein bisschen chaotischer, aber einfach, weil wir natürlich hier durch den Stress immer ziemlich viel in Aufruhr sind. Und dann sucht man was und dann verkramt man wieder alles. Und genau, kannst du mir diesen Hund aus meinem Gesicht nehmen? Genau. Hast du weggemacht? Genau. Also ihr könnt ja ganz kurz da reinfilmen. Da sieht man halt unsere ganzen Weiber-Kosmetikas. Ist ja klar. Frauen halt, ne? Man hat da irgendwie alles Mögliche zu stehen. Bis jetzt ist der Konkurrenzdruck noch nicht hoch. Ich denke mal, das wird sich erst noch im Laufe der nächsten Tage ergeben oder halt, wenn es dann wirklich in die Endphase geht. Aber bis jetzt ist es alles noch sehr harmonisch, Gott sei Dank. Von der Sonne geküsst und bester Laune genießen die Missen das Freizeit- und Sportprogramm der ersten Tage. Bildung ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass dort zum Beispiel viele Mädels antreten, die halt sehr jung sind, die auch gerade wahrscheinlich noch in der Schulzeit wahrscheinlich mittendrin stecken, sei es im Abitur, ne, oder in der Ausbildung. Und ich glaube, wenn ich in dieser Zeit gerade noch wäre, dann würde ich mich dafür wahrscheinlich nicht entscheiden. Also ich finde es wirklich wichtig, dass man halt seinen Lebensweg gefunden hat, auch auf einer anderen Ebene. Und dass man das praktisch als eine schöne Nebentätigkeit ansehen sollte. Also so ist es für mich auf jeden Fall. Was hier aussieht wie reiner Spaß und eine belanglose Sportolympiade unter der Sonne, erweckt in den Missen die Spannung und selbstverständlich auch den Konkurrenzdruck. Mein erster Eindruck von den anderen Missen war erstmal natürlich skeptisch. Ich glaube, es ging aber jedem so. Aber so im Laufe der Zeit total positiv. Also eigentlich schon nach dem ersten Tag, wenn man es mal so nimmt. Aber ich glaube, man sieht die Konkurrenz immer ein bisschen skeptisch erstmal an. Also ich denke schon, dass da viele Freundschaften auch sich innerhalb des Camps gebildet haben. Und klar, mit der einen mehr, mit der anderen weniger. Aber so im Großen und Ganzen denke ich schon, dass man hier viele Freundschaften mit nach Hause nehmen wird. Morgens Sport und abends geht's gleich weiter mit Shootings. Da ist kaum Zeit, um sich auszuruhen. Die Jungfrauen unterliegen einem straffen Programm und einer strengen Aufsicht. Die Mädchen werden auf die Probe gestellt, ganz klar. Denn eine Miss Germany muss nicht nur mit einem makellosen Aussehen überzeugen, sondern auch gute Manieren haben und die Kunst der Disziplin beherrschen. Wir haben ja eine Pose vorgegeben gekriegt. Wir haben ja gestern Abend noch mit dem Philippe geprobt bei uns im Raum. Und dann hat er halt gesagt, wie wir uns hinlegen sollen. Und so versuche ich das dann auch umzusetzen. Fahr mit beiden Händen durch die Haare. Wie auch immer, wie du dich fühlst gerade. Ja, bleib so. Schön. Sehr schön. Den Kopf nicht so weit zurück. Genau, bleib so. Schütz da runter. Sehr schön. Eben noch bis spät in die Nacht geshootet, müssen die Schönheitskönigin top gestylt und bester Laune morgens um 6 Uhr schon für das nächste Shooting bereitstehen. Ja, war schon ein bisschen schwierig. Ne? Ich war erst noch ein bisschen müde, mir war ein bisschen übel, weil es halt so den Rhythmus so ein bisschen durcheinander bringt. Aber als man erstmal hier am Strand war, war es komplett weg. Es war so schön, das Licht und hier zu sein, traumhaft. Während die 24 Anwärterinnen alles geben, um im Camp zu überzeugen, verabschiedet sich die amtierende Miss Germany schon mal heimlich von ihrer Krone. Der Druck wird immer höher und der Ehrgeiz steigt. Es sind nur noch wenige Tage bis zum Miss Germany-Finale 2016 und die ambitionierten Damen haben noch viel zu lernen.
Es geht darum, den Kniegekurs und nicht den Damen zu zeigen, wo sie ihre Defizite haben, sondern einfach sie weiterentwickeln zu lassen, dass sie viele Sachen wissen sie gar nicht, wie es bei einem großen Dinner aussieht, wie esse ich mit meinem Besteck von außen nach innen, wie ist die Glasreihenfolge oder auch Etikette, wie begrüße ich jemanden, wie gehe ich auf jemanden zu, wie gehe ich ordentlich mit der Serviette um. Und ich habe eben halt hier einiges beobachten können und gebe gerne das, was ich selber für mich auch selber erlernt habe, gerne weiter und hoffe, dass die Damen das auch dementsprechend dann umsetzen. Und jetzt freue ich mich auf unsere nächste Teilnehmerin und sie wird singen eine Eigenkreation, also der Text, und da wird sie gleich noch was zu sagen, hat nämlich eine Freundin geschrieben und den wird sie jetzt hier gleich zum Besten geben. Hier ist ihr Applaus für Lisa Marie Rothenberg. Ich bin nicht besser als du, ich quatsche nur für Mist. Auch wenn ich manchmal tue, als wärst du nur ein Taugenichts. Manchmal hab ich keinen Plan, doch tue es so. Das Talent, was ich habe, ist eigentlich nichts, was man jetzt auf einer Bühne unbedingt verkörpern kann. Weil mein Talent eigentlich darin liegt, halt mit Menschen zu reden, ein offenes Ort zu haben, Gespräche. Das ist eigentlich mehr oder weniger mein Talent. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde mich selber auch lustig, muss ich gestehen. Allerdings habe ich halt dummerweise nicht das Talent dafür, das aus dem Stegreif herauszumachen. Und ich glaube, es gibt dann echt nichts Schlimmeres, als wenn man dann auf so einer Bühne steht und man versucht dann wirklich lustig zu sein und erzählt solche Sachen und keiner lacht. Ja, im Camp geht es mir sehr gut. Ich bin jetzt ein bisschen traurig darüber, dass wir halt morgen schon wieder abreisen. Und weil ich habe die Zeit hier echt sehr genossen, das Wetter war schön, das hat wirklich Spaß gemacht, die ganzen Shootings. Und es ist halt eine Lebenserfahrung, die man so wahrscheinlich nicht mehr machen wird. Und das ist natürlich traurig, wenn es dann dem Ende neigt. Auf diesen Augenblick haben die 24 Schönheiten hingearbeitet. Das Miss Germany Finale 2016. Also jeder sieht in sich eine Konkurrentin, das ist vollkommen normal. Aber wir sind alle sehr lieb und sehr freundlich zueinander und sehr auch hilfsbereit. Oberflächlich freundschaftlich und man hört aber hier und da alle möglichen Sachen. Und ich denke, das ist normal nach der Zeit. Der Druck und die Spannung steigen, gefühlt mit jeder Minute. Vor der Tür hat das Blitzlichtgewitter bereits begonnen. Wir suchen ja jemanden, der Deutschland vertritt, auch im Ausland, in den Ländern und der was Positives rüberbringt. Positiv, das heißt, es Schönheit, Intelligenz, jemand, der reden kann, ein Mädel, der so eine wahnsinnige Persönlichkeit hat, dass alle anderen in den Bann gezogen werden. Für die jungen Damen ist es das wichtigste Event des Jahres. Ja, sehr aufgeregt. Auf jeden Fall. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, ob es mir gut oder schlecht geht. Gut, aber aufgeregt. Ja, bist du denn, oder denkst du, dass du vorbereitet bist? Ja, bin ich. Auf jeden Fall. Aber na gut, wenn man aufgeregt ist, dann kann einem schon mal ein Fehler vielleicht unterlaufen. Aber auf jeden Fall fühle ich mich gut vorbereitet. Hand halten, weil Tänzer noch irgendwie umlaufen. Bei 24 Schönheiten, die alle auf ihren Auftritt warten, kann es Backstage schon mal stressig werden. Für viele der Missen ist es die Chance auf Glanz und Ruhm. Nervosität, Freude, Angst und Aufregung. Die unterschiedlichsten Energien verschmelzen miteinander und steigern das Lampenfieber. Die Missen zeigen sich in verschiedenen Outfits und präsentieren die im Camp einstudierten Tänze und Choreografien. Elegant und stilvoll schreiten die Missen über die Bühne und präsentieren sich im Einzeldurchgang dem geschulten Auge der prominenten Jury. In der Jury sitzt einer der bekanntesten deutschen Schönheitschirurgen, der die Natürlichkeit der Missen genau unter die Lupe nimmt. Immer wieder erstaunlich, wie viele schöne Menschen es gibt, die sich dann auch noch so schön angezogen sind. Also es ist wirklich eine sehr schöne Veranstaltung, muss ich sagen. Und die Damen kommen jetzt auch noch leicht entkleidet, wie man so schön sagt. Ganz im Gegenteil zu den USA bevorzugt die deutsche Jury die Natürlichkeit statt Plastik. Wer die Krone gewinnt, darf ein Jahr lang Deutschland als Miss Germany repräsentieren. Dritte Miss Germany mit 240 Stimmen wird die Startnummer 23, Katharina Schubert. Herzlichen Glückwunsch, Katharina.
Vize Miss Germany 2016 mit 420 Stimmen ist aus dem hohen Norden die Startnummer 13, Francesca Omu. Es ist nur noch ein Platz zu vergeben. Die Nerven der Missen liegen blank. Wochenlanges Sport-, Sprech- und Lauftraining. Für wen wird sich die intensive Vorbereitung auszahlen? Es ist die Startnummer 9. Lena Bröter. Die erste Lehrerin für katholische Erziehung. Miss Germany 2000. Für viele der Missen geht die aufregende Reise hier zu Ende. Und sie kehren zurück in ihr normales Leben. Nur für eine fängt das spannendste Jahr ihres Lebens an. Ich bin total überwältigt. Es hat den Rahmen meiner Dimension gesprengt von dem, was ich mir vorstellen konnte, dass ich hier gewinne. Es ändert sich alles. Ab morgen beginnt ein komplett neues Leben, was ich aber mit ganz viel Freude und Spaß und vor allem Vollgas leben werde. Ich bin sehr erleichtert jetzt. Der Druck ist endlich abgefallen. Ich bin glücklich darüber, meine Familie jetzt zu sehen. Ich bin glücklich darüber, nochmal mit allen zusammen irgendwie so 3 Wochen ausklingen zu lassen, jetzt auf der Aftershow-Party. Und ich freue mich auf mein Zuhause, ich freue mich auf meine Arbeit und auf meine Freunde, meine Familie. Die Enttäuschung der anderen Missen ist deutlich zu sehen. Für viele ist der Titel der Miss Germany ein Lebenstraum. Doch Miss Berlin steht mit beiden Füßen im Leben und wird auch ohne Krone ihren Weg gehen.